Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei mir bei The Only One und mit Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben in der letzten Folge ein paar Aufgaben erledigt, Vorräte für unsere neue kleine Siedlung zusammengetragen sozusagen. Und jetzt sollen wir wieder zurück nach Thalenberg. Ich glaube, wir werden erwartet. Wir schauen einmal kurz in unseren Questlog hier. Hier steht es, Herr Robert erwartet uns. Das heißt, mehrere Tage sind vergangen. Hauptmann Robert wird sicher wissen, wie es weitergeht. Wir sollen zu Herrn Robert zurückkehren. Alles klar, das heißt, wir schwingen uns einmal auf Pebbles. Wo ist die denn? Hallo Pebbles. Köter ist auch wieder, jawohl, hier mit von der Partie, da ist er. Und wir reiten einmal hier aus Samopesh. Da hatten wir Getreide, glaube ich, organisiert. Vorsicht, Hühnchen, aus dem Weg. Nicht die Hühner umrempeln hier, wir mögen ja Federvieh. So, und das heißt, einmal losgeritten. Müssen wir auf dem Weg dorthin noch irgendetwas erledigen? Nein, wir können eigentlich direkt losreiten. Ja, direkt losreiten. Was hätten wir sonst noch für Aufgaben? Ein neues Zuhause, genau, das machen wir ja gerade. Wir müssen erstmal noch für ausreichend Einkommen sorgen. Ja, da brauchen wir erstmal noch einiges. Da müssen die ganzen Vorräte erstmal angeliefert werden und wir brauchen Geld. Gut, hervorragend, sehr schön. Also, einmal auf den Weg zurück nach Thalenberg. Wir sind angekommen. Der nächste Bolzenschuss ist gerade abgeworfen worden. Jubelgeschrei im Hintergrund und ich bin gespannt, was Herr Robert zu berichten hat und wie es jetzt weitergeht. Wie sieht es mit unserem Hunger aus? Einmal kurz überprüfen. Dann können wir gleich mal noch eine kleine Stärkung zu uns nehmen. So, und jetzt einmal hier mit Herrn Robert sprechen. Da Herrn Divish Spanner noch nicht über Thalenberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau. Dieser Ishtvan ist ein sturer Bastard. Also gut. Wann geht's los? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit. Wir haben jetzt nochmal gegessen. Ja, wir versuchen es. Ich bin bereit. Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an. Am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Und die Kernburg? Das wird hart. Selbst wenn wir durchs Tor und die Vorburg kommen, haben wir noch lange nicht gewonnen. Die Burg ist so angelegt, dass wir für die Bogenschützen auf dem inneren Wehrgang wie Hühner in einem Pferch sind. Wir müssen uns entweder durchkämpfen oder sie irgendwie umgehen. Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz. Wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht leicht machen. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer, was unter Beschuss keine leichte Sache ist. Sie müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die Oberhand gewinnen. Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Was ist mit den Wohnbereichen? Ich sorge mich um die Geiseln. Sobald wir drin sind, weiß Ishtvan, dass die Niederlage unvermeidlich ist.
Aber dennoch werden wir erbittert um jeden Raum kämpfen müssen. Das klingt aber ganz schön anstrengend und aufregend. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid. Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skarlitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem zähen Kämpfer gemausert. Sei der Himmel mein Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter? Istvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Geh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Wir müssen die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir. Grauer Ritter. Mach's gut. Aufgabe begonnen. Greif an. Erstürme die Mauer. Wie sieht's mit unserer Rüstung aus? Den Helm haben wir. Was ist mit unserem Schild? Huch, was ist denn hier passiert? Schützt euch! Wartet, bis sie die Leitern aufstellen! Wo ist denn mein Schild wieder? Wo ist es denn? Sag mal, wo ist denn mein Schild? Das habe ich doch hier. Kann ich mein Schild jetzt nicht hochheben? Das ist ja wieder ärgerlich. Aber gut, wir schaffen es, glaube ich. Ich bin gespannt, was uns hier oben erwartet. So. Stehen hier noch rum? Okay, alles klar. Jetzt habe ich auch mein Schild. Wunderbar. So, jetzt sind wir auch zu mehreren hier. Sehr gut. Ah, die kommen natürlich wieder von allen Seiten. Das ist immer ungünstig. Kannst du dich mal um den kümmern und ich kümmere mich um den, bitte? Wäre das möglich? Sonst gehen wir hier nämlich drauf. So, der nächste. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das sieht auch schon mal gut aus. Haben wir ebenfalls. Auch wenn wir schon ein bisschen Gesundheit eingebüßt haben, leider. Da kommen die Nächsten. So, einer nach dem anderen, bitte. Hm,
Na, was ist jetzt los? Heinrich? Kannst du einmal zuschlagen, bitte? Den haben wir auch, okay. Für Plündern ist jetzt leider keine Zeit hier. Bisschen ungünstig, dass man dann oft zurückgedrängt wird, aber gut. Wir haben sie! Und jetzt von Süden! Wir greifen sie von hinten an! Kommen dann meistens gar nicht so durch oder ich bin dann zu sehr im Gedrängel drin. Das ist dann immer auch ungünstig. Wir bluten leider. Ist aber auch immer ein Gemetzel und ein Getümmel, dass man da gar nicht wirklich hinkommt. Und die alle auf einmal. Ja, dann kommt einer von hinten. Warum kümmern sich die anderen jetzt nicht um den von hinten? Das ist immer ungünstig dann. Ich will doch nur einen nach dem anderen haben. Ich weiß auch nicht, ob wir zwischenzeitlich einen Ringelblumenaufguss zu uns nehmen können. Das ist jetzt schwierig. Wahrscheinlich nicht, wenn wir im Getümmel sind. Nein, natürlich nicht. Und einen Verband können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht anlegen. Das ist natürlich wieder nicht gut gelaufen jetzt hier. Also mit dem Getummel in der Menge komme ich nicht so gut zurecht, muss ich sagen. Ein Einzelner wäre immer... Wo ist jetzt noch einer? Ich sehe nichts vor lauter Blut. Hier. Also gut, einfach mal rauf damit. So, wie sieht's jetzt aus? Könnte ich jetzt einen... Nein, immer noch nicht. Na, ich weiß nicht, ob wir das überleben werden. Was, wo ist hier noch Gnadenstoß gewesen? Nein. Na gut, das ist jetzt unser erster Versuch. Huch, wo sind sie denn alle hin? Ach nein, wir haben uns wieder mal verlaufen. Ich sehe auch leider nichts vor lauter Blut. Huch, wo sind denn die ganzen Kumpels jetzt hingelaufen? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Sind denn alle? Das liegt wahrscheinlich an meiner Kopfverletzung hier. Hier geht es gar nicht weiter, aber wir verbluten jetzt ohnehin. Weil wir... Oh, können wir jetzt einen Verband anlegen? Ja, tatsächlich, wir können einen Verband anlegen. Das ist schon mal gut. Und dann können wir sogar jetzt einen... Oh, sehr gut. Einen Ringelblumenaufguss zu uns nehmen. Haben wir den jetzt genommen? Ja. Der ist ja gut. Das könnte schon mal helfen, ein wenig. Allerdings, ja, bin ich jetzt gerade überfordert. Ich weiß nicht, wo die alle hingelaufen sind hier. Geht doch nur hier nach oben. Ach, hier geht's weiter. Schaut mal. Ja, mit dem ganzen Blut sehe ich einfach auch nichts. Hier könnten wir Schlösser knacken nebenbei. Wunderbar. Eigentlich ist mal wieder zu spät, aber zumindest heilen wir uns ein wenig. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, wir haben jetzt unsere Leute nicht im Stich gelassen. So, was ist mit dem hier? Vielleicht können wir den hier noch erledigen. Das sieht gut aus. Und ich hoffe, unser Ringelblumenaufguss, dann nehmen wir gleich nochmal einen. Werden wir das schaffen? So, der ist auch erledigt. Also ich muss gestehen, ich hämmer da jetzt wirklich einfach nur drauf los. Weil ich... schwer hier richtig agieren kann. Oh. Puh, neue Stufe erreicht. Agilität, Verteidigung und Vitalität.
Es wird gespeichert, das ist schon mal gut. Das heißt... Wir sollten den Befehl geben. Mal sehen, ob sich István Toss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanasch. István! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr. Und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stefanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut, aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stefanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Skarlitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stefanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Istvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig? Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen. Wir kommen runter. Ihr habt ihn gehört. An eure Arbeit. Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten. Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre. Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt er meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Holt die Pferde. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Divish! Stefanie. Bitte vergib mir, mein Gatte, es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ. Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Ich wusste nicht, wer er war. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Skarlitz frei. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen.
Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ja! Schnell, auf die Zinn. Wir müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? Reite mit deinem Hans los, um deinen Vater zu treffen. Na, hoffentlich gibt das jetzt nicht wieder Ärger. Können wir zwischendurch vielleicht auch noch... Stopp! Einen Ringelblumenaufguss. Dankeschön. Sehr cool, Herr Hans hilft uns. Er ist anscheinend Feuer und Flamme. Wir reiten... Oh. Ja. Ja. Wie sich die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Ja. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratei nachgejagt und du hast Rüben gezogen. Und nun sieh uns an, zwei Veteranen. Ich war Schmiedegeselle und kein Rübenzieher. Läuft aufs Gleiche hinaus. Was wirst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratai und meine Leute tun. Etwas Großes. Ja. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Was glaubst du? Ja. Er ist ein Adliger. Ja, ich auch. Herr Ratzig wird dort sein. Sagen. Keine Sorge. Ja. Mir fällt schon was ein. Tja. Hoffentlich ist er dort. Ja. Und wohlauf. Ein bisschen schwierig. Oh. Keine Spur von Ihnen. Weiter. Sagen, es ist ein bisschen schwierig, Herrn Hans zu folgen, weil der in einer anderen Geschwindigkeit reitet. Ist er da? Ist das Herr Ratzig? Jawohl. Freut mich, dass Ichtwan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Ichtwan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Geht es dir gut, Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht. Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen,
dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich. Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Schätze, das lag dir im Blut. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen, wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Wer das wohl ist? Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Oh nein! Sagt bloß, es ist hiermit beendet, unsere Story. Ach, das war ja Wahnsinn. Mega cool. Ja, aber ein bisschen enttäuschend jetzt doch. Ich hätte ja gerne noch das Schwert wieder zurückgeholt. Ich dachte, das wäre noch möglich. Aber ich glaube, das ist auch noch möglich jetzt nach der Hauptstory, oder? Ich bin gespannt. Denn das Schwert, das würde ich schon gerne noch zurückholen. Da gab es noch diese eine Aufgabe mit Vergeltung. Vielleicht können wir das dann noch machen. Das wäre natürlich schön.
Ja, das war die Hauptstory hier von Kingdom Come Deliverance. Wirklich ein ganz tolles Spiel und wir haben auch noch einige Nebenaufgaben. Und ich denke, dass wir die auch nach und nach noch erledigen werden. Wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht, wie wir jetzt weitermachen können. Du schlägst dich gut, Junge. Vater. Na komm. Du weißt, der bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Deshalb. Ich ließ euch im Stich. Verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geh nicht. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. Quest abgeschlossen, Ehrenwort, Spiel gespeichert. Quest begonnen, Epilog. Ah, cool. Begib dich tagsüber zur oberen Burg und triff dort Markgraf Jobst. Das ist jetzt anscheinend unser privater Bereich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wir schauen einmal. Epilog. Und dann haben wir auch immer noch die Vergeltung. Mega, cool. Das freut mich. Epilog. Istvan Toss ist zwar fort und seine Männer haben sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut, aber es gibt noch viel zu klären. Ich sollte herausfinden, warum Markgraf Jobst in Rathael weilt. Zweifelsohne sind alle in der oberen Burg. Okay, begib dich tagsüber eben zur oberen Burg.
Das heißt, das machen wir doch gleich einmal. Zeig mir was. Hä? Was ist jetzt? Wer rennt mir nach? Warum werde ich jetzt... Wie bitte? Bist du taub? Will der von mir? Was? Befehl unseres Herrn. Ich komme mit wichtiger Kunde. Ich habe keine Zeit für diesen Unfug. Na gut, geh nur weiter. Müssen doch jetzt alle wissen, dass ich Sohn von Herrn Ratzig bin. Also ehrlich. So, wo ist denn Pebbles? Da ist sie. Einmal aufsitzen. Ja, wir müssen unbedingt auch unsere Kleider richten. Unsere Kleider richten und vor allem dann auch uns um unsere kleine Siedlung kümmern. Aber zuallererst schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht mit dem Epilog. Ja. Oh, falsch abgezweigt. Was sonst? Achtung, Hühnchen, aus dem Weg! Ah, Heinrich. Gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kapern. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher! Der Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Derognaden. Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt! Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen,
würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen, aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt. Mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss. Und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch, er ging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja,
Warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig. Aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. Aufgabe abgeschlossen, begib dich zur oberen Burg. Als Herr von Leipa. Ganz recht, Markgraf. Was genau soll ich schreiben? Nicht was, sondern eher wie ist die Frage. Wir müssen erfahren, wie sie zur Befreiung des Königs und Sigismunds Sturz stehen. Also ob sie Ärger machen oder uns beistehen würden, aber... Aber wir müssen es so formulieren, dass Herr Capon nicht aus der Burg gepeitscht wird. Richtig. Wie wäre es damit? Du bist ob der gegenwärtigen Situation besorgt und willst das Land befrieden, aber möchtest vorher die Meinung der Herrenvereinigung anhören. Gut gesagt, mein Herr. Und was sie zu unternehmen gedenken, um den König zu befreien? Ob sie denken, dass die Befreiung von König Wenzel IV. Zur Auflösung des Disputs beitragen könne? Und wie sie gegen die Unruhen im Land vorgehen möchten? Welche Schritte sie erwägen, um die Plünderungen Böhmens durch landfremde Heere zu beenden? Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich würde gerne noch etwas vorschlagen, wie Sie zu meiner, das heißt, zur Initiative von Markgraf Jobst von Mähren und einem Großteil des böhmischen Adels stehen. Ob Sie gedenken, gegen Sie vorzugehen oder Sie zu unterstützen. Du liest meine Gedanken, Herr. Hey, wunderbar. Wir sollen mit unserem Vater sprechen. Wo ist er denn? Hier. Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Ja. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von 2 Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit. Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Wer ist dieser Jobst wirklich? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, ich durchschaue ihn auch nicht. Bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten.
Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch, oder? Wie ist er wirklich? Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Er kann jedoch äußerst aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber hat man das Zepter erst ergriffen, kann man nur schwerlich wieder davon lassen. Er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Wer ist dieser Prokop, von dem Jobst sprach? Jobsts Bruder und des Königs Vetter. Prokop und Jobst haben sich jahrelang um Mähren bekriegt. Dann waren sie eine Zeit lang Verbündete, hintergingen Wenzel und stellten sich auf die Seite Rupprechts von der Pfalz. Doch nachdem Sigismund Wenzel entführte, trat Prokop eine Revolte gegen ihn los und Sigismund nahm ihn ebenfalls gefangen. Politik. Denk darüber, was du willst. Ich für meinen Teil kann mir meist keinen Reim darauf machen. Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten werden? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass sich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Bergo dazu zu sagen hat. Ich weiß nur wenig über Sigismund. Er ist der jüngere Bruder des Königs und rechtmäßiger König von Ungarn. Vor 7 Jahren führte er einen Kreuzzug gegen die Türken und verlor bei Nikopolis. Manche sagen, es war der Leichtsinnigkeit der französischen Ritter geschuldet, die fast alle grausam starben. Sigismund ist ehrgeizig und fähig, vielleicht wäre er sogar ein besserer König als Wenzel. Aber er ist auch grausam und arrogant, wie wir selbst erlebt haben. Bis vor kurzem wurde er vom ungarischen Adel gefangen gehalten. Sie können ihn genauso wenig leiden wie manche tschechische oder deutsche Adlige seinen Bruder Wenzel. Ironischerweise schloss Wenzel sich Jobst an, um Sigismund zu befreien. Und so dankte es Sigismund seinem Bruder. Es besteht kein Zweifel. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ruprecht von der Pfalz. Diesen Namen kannte ich bis vor kurzem nicht. Ruprecht ist der Kurfürst der Pfalz. Was ist denn ein Kurfürst? Die Kurfürsten sind die Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches, denen das Recht obliegt, den römisch-deutschen König zu wählen, welcher dann vom Papst gekrönt wird. Ruprecht riss den Titel mit Hilfe von 3 weiteren Kurfürsten an sich, obwohl Wenzel bereits zum König ernannt worden war. Einige Adlige erkannten Ruprecht an, doch als er sich nach Rom begab, um sich krönen zu lassen, endete es in einem Fiasko. Nun versucht er sein Möglichstes, um Wenzel dazu zu bewegen, ihn anzuerkennen, doch bisher ohne Erfolg. Also haben wir jetzt 2 römisch-deutsche Könige. Jobst stand eine Weile auf Sigismunds Seite, änderte seine Meinung dann jedoch, scheint, als täte er das öfter. Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein, warum ist er hier? Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Was hältst du von all dem, Herr Divisch? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann sind wir schon zu zweit. Würde ich Jobst nicht kennen, hätte ich ihm ohne weiteres geglaubt. Aber ich habe schon zu viele Geschichten über ihn gehört. Ich ebenso. Aber ich glaube auch, dass er die besten Chancen hat, alles ins Lot zu bringen. Warten wir ab, was wir von Bergo erfahren. Wenn die Herrenvereinigung auf Sigismunds Seite steht, sind unsere Möglichkeiten ohnehin begrenzt. Warten wir ab. Warten wir ab. Jawohl, warten wir ab. Sehr schön.
Wir können hier den Brief mitnehmen anscheinend. Ja, das machen wir, aber dann erst in der nächsten Folge. Hol den Brief bei Markgraf Jobst ab. Markgraf Jobst und Herr Hanusch möchten Herrn Bergau einen Brief überbringen lassen. Ich muss ihn vor unserem Aufbruch abholen. Ja, und dann haben wir nach wie vor unsere schöne Aufgabe, ein neues Zuhause. Und wir können auch immer noch die Vergeltung machen. Ich muss Markgraf von Aulitz finden und meine Eltern rächen. Das wollen wir auch immer noch machen. Ein paar kleine Nebenaktivitäten haben wir auch noch. Wunderbar, das freut mich. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen weiterspielen. Jetzt aber erstmal eine kleine Unterbrechung, eine Pause. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage Tschüss.